Der Exmoor Nationalpark erstreckt sich über eine Fläche von fast 1000 Quadratkilometern und endet an der Atlantikküste. Hier werde ich auch den Reisefotografen Martin Buschmann treffen. Er hat den Sony Alpha Dicted Koffer mit dabei und wird mich für ein paar Tage durchs Exmoor begleiten. Lass mal gucken da. Wow. Ja, da machen wir doch gleich mal ein Bild damit. Einfach einschalten und loslegen. Martin habe ich über Facebook kennengelernt. Wir waren schon einmal zusammen unterwegs, das war vor 2 Jahren auf Sizilien. Und daher weiß ich auch ganz genau, dass er gerne am Meer und sehr gerne auch bei Einbruch der Dunkelheit fotografiert. So, dann machen wir noch eine Aufnahme hier. Tolle Stimmung hier im Hafen. Blaue Stunde ist gerade vorbei. Ich habe die Schüsse im Kasten. Ja, und dann haben wir richtig Gas geben müssen hier, weil die Flut kam. Und ganz typisch Reisefotograf nutzt Martin jedes Licht, was ihm zur Verfügung steht. Und so nimmt er hier das Licht vom Auto. Ich habe mir derweil zum Film die 7S mit dem 24-70mm geschnappt. Da wird wieder getrickst hier. Stativ vom Filmer ausgeliehen, klar, ne? Lampe vom Filmer ausgeliehen, ja, klar, ne? Und schon ist alles parat, ne? Ein Klappdisplay, ja, wie praktisch. So, nachdem Martin das Must-Have-Motiv in Szene gesetzt hat, geht's direkt straight up weiter in den nächsten Pub. Wo man auf jeden Fall so ein bisschen dran denken sollte, wenn man in 4K filmt und so im Hinterkopf hat, ja, ich kann ja später im Computer auch noch reinzoomen oder nachträglich reinspringen, dass man trotzdem auch die Brennweite variiert, wenn man jetzt schon ein schönes Zoom-Objektiv drauf hat. Weil die Bildwirkung, die ist natürlich schon ein bisschen unterschiedlich, ob ich jetzt mit 24 mm oder mit 70 mm filme. Dann habe ich auch schon ein bisschen schönere Schärfen, Unschärfen, die ich dann habe, wenn ich dann ein bisschen weiter reinzoome ins Bild. Also habe ich da auch ein bisschen mitgespielt, aber habe trotzdem später noch die Option, in der Postproduktion da auch noch mal ein bisschen den Bildausschnitt zu verändern. Wir haben Glück, denn heute ist Quizabend. Und das Ship Inn ist ein richtig typischer englischer Pub, der diese Tradition einmal pro Monat pflegt. Für 1 Pfund kann man am Quiz teilnehmen, aber letztendlich ist das Quiz vor allem dafür da, um Spaß zu haben und Kontakt zu anderen Gästen zu bekommen. Also das müssen wir unbedingt machen, hier vorne, wie dieses Bier da zapfen. Du kannst dann jedes Bier probieren, kriegst so ein kleines Glas und dann schenkt man dir von jedem Bier ein, kannst du alle durchprobieren und dann kannst du dir entscheiden, welches Bier du haben willst. Super geil. This is heavy stuff, huh? Yeah, very heavy. This is heavy stuff. That's the beast, yeah. Yeah, this is the beast. It's too hard. It should be on the news, this one. I'm not so beasty as this one. Half beast, yeah. Der beste Platz für den Sonnenaufgang soll der Dunkery sein, der höchste Punkt des Exmoors, wie wir noch im Pub erfahren haben. Wenn die Sonne rauskäme und da vorne in das Tal reinwirft, das wäre natürlich genial. Ja, was ihr hier seht, das ist so meine Lieblingskombi. Das ist die Alpha 7 R2 mit dem 70-200 vorne drauf. Das ist wirklich, da kann man ganz viel machen. Während man auf der anderen Kamera weitwinklig unterwegs ist, kann man hier dann wirklich in die Landschaft reinzoomen. Und gerade diese Kombination Vollformat-Chip mit diesem Hochleistungsobjektiv, was eine knackige Schärfe in allen Brennweiten bringt, das ist wirklich Hammer. Und was auch sehr schön ist, dass man über das Menü den APS-C-Sensor mehr oder weniger zuschalten kann. Dadurch verändert sich die Brennweite um das 1,5-fache und so hat man noch mal mehr Teleobjektiv, um noch näher in die Landschaft, noch mehr Details sich rausziehen zu können, ohne dass man das Objektiv wechseln muss oder vielleicht einen Konverter drauf schraubt. Da hinten kannst du ein bisschen Farben ansehen unten. Mhm. konnte den Martin dazu überreden, sein Lieblingsobjektiv mal gegen die 85mm Festbrennweite zu tauschen. Der Martin, der möchte gerne Gegenlichtaufnahmen im Sonnenuntergang machen und hat auch Glück, es ist milder geworden und die Wolken haben sich verzogen. Das ist ja sowas von geschillt, ne? Jetzt! Jetzt! Jetzt!